Am Sonntag, den 10. April, findet auf dem Augustusplatz das zweite Frühlingsfest der Leipziger Verkehrsbetriebe statt. Unter dem Motto Leipzig ohne Auto entdecken laden die LVB gemeinsam mit anderen Umweltpartnern wie zum Beispiel Teilauto Carsharing zu einem breiten Angebot von Information und Beratung rund um das Thema Umwelt ein. Aus diesem Anlass können alle Busse und Bahnen der LVB an jenem Sonntag mit einem Kinderfahrschein für 1 Euro genutzt werden. Kinder bis 13 Jahre fahren sogar kostenlos. Das Frühlingsfest wird von 10 bis 16 Uhr stattfinden und soll für Spaß und Unterhaltung bei Groß und Klein sorgen.